Ja, der Lauf Rhein-Vaudriz ist im Prinzip die Fortführung des früheren Gemeindevolkslaufes, der über viele Jahre hinweg stattgefunden hat und dann vor 15, 16 Jahren mal eingestellt wurde. Wir haben es wieder aufleben lassen, auch auf Anregung von Herrn Durach hin, der auch ja Vereinsmitglied ist und seine Kinder bei uns im Verein hat. Die Firma Dewele als Lebensmittelhersteller am Ort möchte ein Zeichen setzen, auf der einen Seite für die Umwelt und auf der anderen Seite für die Bewegung. Und das können wir wunderbar im Run for Trees vereinen. Hier der größte Verein in Unterhaching, der TSV Unterhaching, gemeinsam mit der Firma Debelei einen Lauf veranstaltet und ein Teil der Einnahmen daraus gehen als Spende an Run for Trees, also das heißt für den weiteren Erhalt und eine weitere Pflanzung für Bäume auf der ganzen Welt. Und das haben wir zum Anlass genommen, beide Veranstaltungen zusammenzubinden, damit die Kinder sowohl beim Laufen mit teilnehmen können, auch gleichzeitig mit uns gemeinsam hier einen Baum pflanzen können. Und den dann in der Zukunft auch weiter betrachten können. Es gibt bei Veranstaltungen viele Fotos, die verschwinden irgendwo in Schubladen. Den Baum kann man die nächsten 20 Jahre schön betrachten. Die Kinder können sagen, den Baum haben wir hier selbst gepflanzt. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir die Laufveranstaltung wieder nach oben bringen und auch zahlenmäßig nach oben bringen, sodass wir dann auch in den nächsten Jahren vielleicht mit mehreren hundert Läufern zu rechnen haben.